Ich rufe auf den Einzelplan 09, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf Drucksachen 16.9 und 16.26. Und ich baue darauf, dass Sie ganz zügig Ihre Plätze wechseln und vielleicht auch etwas geräuschloser. Da sind wir mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ja, zu diesem Etat, der jetzt aufgerufen wird, der rund 11 Milliarden Euro umfasst, muss man ja tatsächlich gar nicht viel sagen, denn es ist eines der zentralen Themen in den vergangenen Monaten, dass die in dieses Ressort fallen von Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck, der auch schon eine ganze Weile hier im Plenum angekommen ist und auch bei der vorigen Debatte schon zugehört hat. Gasspeicher beispielsweise, die 200 Milliarden Euro für den Klimaschutz, die konzertierte Aktion, die der Bundeskanzler gestern noch ins Gespräch gebracht hat, der Ausbau von Windenergie, dann ist er in der Pflicht, die Spritpreise zu kontrollieren, so hat es jedenfalls die FDP formuliert in diesen Tagen. Und ja, all das beschäftigt uns schon geraume Zeit, wird auch gleich seinen Widerhall finden in dieser Debatte, in der der erste Redner sein wird, Andreas Mattfeld aus der Unionsfraktion. Das Ganze wird 90 Minuten dauern von jetzt an. Und jetzt wird auch der erste Redner aufgerufen. Dann können wir hier einsteigen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich in die Feinheiten des Haushaltes einsteige, da möchte ich mich bei Ihnen, Herr Minister Habeck, ich möchte mich bei Ihrem Haus stellvertretend, bei Ihrer Staatssekretärin Anja Heiduck und natürlich beim gesamten Haushaltsreferat mit Stefanie Wilpert an der Spitze für eine außergewöhnlich gute Zusammenarbeit bedanken. Mein Dank gilt aber auch allen Mitberichterstattern für den fairen und den menschlichen Umgang über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Allerdings, und hier komme ich nun zur Debatte über den Haushalt 2022, hätte ich mir seitens der Ampelkoalition schon gewünscht, dass ihr euch die Anträge von uns als Union ein wenig genauer einfach mal angeschaut hättet, anstelle dieser einfach, weil ihr ja sagt, falscher Absender, einfach immer nur wegzubügeln. Ich glaube, es wäre klug, und das war auch eigentlich sonst immer üblich bei der ein oder anderen Sache, hier gemeinsam zu agieren. Das haben sie nicht getan. Mit 13,12 Milliarden Mitteln im Einzelplan 09 und Herr Habeck mit noch mehr Mitteln im Energie- und Klimafonds hätte man, glaube ich, mehr als genug Möglichkeiten gehabt, kluge und auch sinnvolle Ansätze aus Reihen der Opposition zumindest anzudenken, gegebenenfalls sogar umzusetzen. Und überhaupt nicht nachvollziehen konnte ich, Herr Habeck, warum Sie unseren Antrag zur erneuten Teilnahme des Wirtschaftsministeriums an der Jugendmesse Ideenexpo in Hannover schlichtweg abgelehnt haben. Mehrfach habe ich auch Sie persönlich hierauf angesprochen und meine Empörung während der Ausschusssitzung, ich glaube, die ist Ihnen auch nicht verborgen geblieben. Auf der Ideenexpo, meine Damen und Herren, da haben junge Leute die Chance, sich über technische Berufe zu informieren. Und was das Wichtigste ist, sie können mit ganz zahlreichen Unternehmen persönlich in Kontakt treten. Ich glaube, nur so begegnen wir den Fachkräftemangel, gerade in diesen so wichtigen Mangelberufen. Es müssen doch nicht noch mehr Menschen Politikwissenschaften studieren. Da haben wir hier im Saal, weiß Gott, ja auch schon mehr als genügend von. Und wenn ich das sagen darf, Ihre Vorgänger, Peter Altmaier, Brigitte Zypris, die haben es sich nie nehmen lassen, genau wie 400.000 junge Menschen auf der Ideenexpo diesen einen Besuch abzustatten. Sie waren sogar richtig stolz auf den Stand Ihres Ministeriums. Und unter Ihrer Führung, Herr Habeck, hat sich dieser Stand jetzt erledigt. Aber vielleicht, wenn Sie in sich gehen, denken Sie hierüber ja noch einmal nach. Und meine Damen und Herren, mehr zielorientiertes Handeln der Ampel, das hätten wir uns auch im Bereich der beruflichen Bildung erhofft. Bei der Ausstattung der Fortbildungseinrichtungen und der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. Hier fehlt mir Ihr ganz klares Bekenntnis, wie in unserem abgelehnten Maßgabebeschluss formuliert, dass wir diese Titel dauerhaft, und ich betone dauerhaft und nicht nur einmalig, gut ausstatten müssen. Nur so signalisieren wir doch eine Wertschöpfung für Ausbildungsberufe, und das gerade im Handwerk.
und mehr erhofft. Herr Habeck, das hätte ich auch beim Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand und der Industrieforschung IGF, diese für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes so erfolgreichen und wichtigen Programme, die hätten wir beim ZIM zum Beispiel um 100 Millionen Euro anheben müssen, um einen peinlichen neuen Antragsstopp zu vermeiden. Und Ähnliches gilt bei Ihnen hier auch für die industrielle Gemeinschaftsforschung. Und Herr Habeck, lassen Sie mich noch ein paar Worte zu dem Energie- und Klimafonds sagen, den Sie ja zu 85% bewirtschaften. Hier stehen in den kommenden Jahren Milliardenbeträge in dreistelliger Milliardenhöhe zur Verfügung. Und leider habe ich bei den neuen Titeln, die Sie eingebracht haben, bislang sehr, sehr wenig Konkretes gesehen. Nun erwarte ich ja nicht, dass Sie bis ins letzte Detail jedes Projekt uns spezifizieren. Aber ein wenig mehr als nur Haushaltstitel mit Summen oder gar, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, zahlreiche Lehrtitel einzubringen, mit Verlaub, da hätte man viel, viel mehr erwarten dürfen. Nicht einmal konkrete Fragen, was man denn in etwa vorhat und wie die Kosten aufgeteilt werden, konnten beantwortet werden. Herr Minister, das geht so nicht. Hier sind Sie noch Antworten schuldig. Ich hoffe, diese werden in den kommenden Wochen und Monaten noch kommen. Und unverständlich war es deshalb da, warum Sie unseren konkreten Antrag, die Mittel für klimaneutrales Fliegen um 350 Millionen anzuheben, genauso abgelehnt haben wie die Förderung zur Produktion von Biokraftstoffen oder eben neue Antriebstechnologien in der Luftfahrt. Hier haben Sie den Titel schon um 700 Millionen Euro gesenkt. Auch das ist nicht nachvollziehbar. Und ich frage mich ernsthaft, wie dies zu Ihren öffentlichen Ankündigungen zur Klimaneutralität passt. Und die größte Herausforderung, Herr Habeck, das ist die Rohstoffsicherung für unsere Nation. Mehrfach, glaube ich, haben wir beiden hierüber gesprochen. Und ich habe Ihnen geraten, unsere Bundesanstalt für Rohstoffe und Geowissenschaften hier von der Leine zu lassen, damit wir uns Konzessionen für Rohstoffe weltweit und vor allen Dingen langfristig sichern. Und ich hatte zwischenzeitlich wirklich den Eindruck, dass Sie das auch so sehen. Aber deshalb habe ich es überhaupt nicht verstanden, warum Sie unseren Antrag, hier 100 Millionen Euro für dauerhafte Energie- und Rohstoffsicherung einzustellen, schlichtweg abgelehnt haben. Nicht mal, und das hätte man erwarten müssen, einen eigenen Antrag haben Sie hierzu eingebracht. Und deshalb, Herr Minister, ich stelle zwar fest, dass Sie das mediale Geschäft grandios beherrschen, Sie aber in der Umsetzung noch mehr als gehörig Luft nach oben haben. Und deshalb dieser Haushalt, meine Damen und Herren, der ist alles andere als ein Zukunftssignal. Im Gegenteil, mit den durch die Koalition und Ihr Haus eingebrachten Anträgen haben Sie ihn leider in keiner Weise verbessert. Man kann ihn daher nur ablehnen. Herzlichen Dank. Als nächster Redner erhält Felix Banaschak für Bündnis 90 Grünen das Wort. Vielen Dank. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Mattfeld, machen ist wie reden, nur geiler. Das ist, glaube ich, der Geist, mit dem diese Koalition und mit dem Robert Habeck jetzt Wirtschafts- und Klimaschutzpolitik machen und übrigens auch zusammen machen. Jeder setzt ja die Prioritäten für sich selbst. Aber dass Sie jetzt ausgerechnet auf die Punkte eingegangen sind, Herr Mattfeld, in Ihrer Rede, wo diese Koalition liefert, ja, beispielsweise dabei, dass es die erste Koalition ist, die dafür sorgt, dass wir den Drittelanteil bei der Unterstützung des Bundes für die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung schaffen. Etwas, was Sie immer wollten, nie gemacht haben. Ja? Wir haben es das erste Mal gemacht, Sie haben es nie gemacht, Sie haben es immer angekündigt, nie getan. Wir machen 70 Millionen, sind jetzt drin. Sie haben das Thema ZIM angesprochen, und auch hier muss man sich überlegen, ob man wirklich in der richtigen Position ist, das anzugreifen, weil wir ja die Situation vorgefunden haben, dass die Vorgängerregierung mit Peter Altmaier als Bundesminister die Mittel so gekürzt haben, dass es zu dem Antragsstopp kam, den diese Koalition in der Bereinigungssitzung mit 80 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigung fürs kommende Jahr aufgelöst hat. Diese Koalition hat den Stau aufgelöst, den Sie verursacht haben. So ist doch die Lage. Und ich muss Ihnen gestehen, für mich ist das gerade ein gewisser performativer
Widerspruch oder eine performative Herausforderung, weil ich seit dem 15. Mai mit sehr gut gelaunten Christdemokratinnen und Christdemokraten über die Zukunft Nordrhein-Westfalen sprechen und wir da so schöne Sätze im Sondierungspapier vereinbaren konnten. Ich glaube, dass es ein gemeinsames Verständnis gibt, die sagen, wir werden die notwendigen Zukunftsinvestitionen tätigen und dafür Instrumente entwickeln. Und von Ihnen hier im Bundestag erleben wir ja nur Destruktion, die Verhinderung von Investitionen, beispielsweise durch die Klage gegen 60 Milliarden Euro für den Energie- und Klimafonds. Und der Gipfel des Ganzen ist ja, Herr Kollege Mattfeld, dass Ihre ganzen Ideen, was alles ausgestattet werden sollte im Einzelplan 09 und im Energie- und Klimafonds, der jetzt der Klima- und Transformationsfonds ist, sind ja folgende Streichungsvorschläge. Erstens zu streichen bei der Internationalen Klimaschutzinitiative, dazu komme ich gleich noch. Und zweitens ist Ihre Gegenfinanzierung, das ist gestern ausgeführt worden, Ihre Gegenfinanzierung für all die Vorschläge ist, die 60 Milliarden Euro, von denen Sie sagen, die dürfte es gar nicht geben, jetzt wieder in den Haushalt reinzuziehen. Was hat das mit solider, mit ehrlicher, mit redlicher Haushaltspolitik zu tun, für die Sie sich doch rühmen. Vielleicht nehmen Sie sich an den Kolleginnen und Kollegen Nordrhein-Westfalen ein Beispiel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was machten wir mit diesem Haushalt, den wir jetzt verändert haben? Wir machen wahr, was andere nur angekündigt haben. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat in der Vergangenheit angekündigt, wir wollen 6 Milliarden Euro für den internationalen Klima- und Diversitätsschutz schaffen. Ja, wir sind diesem Ziel immer noch nicht ganz nahe gekommen. Aber diese Regierung, meine Damen und Herren, ist die erste, die überhaupt den Weg dahin beschreiten will, die aus den Ankündigungen, für die man dann in den internationalen Konferenzen Applaus bekommt, auch Taten wachsen lässt, die priorisiert, die ernst nimmt, dass die Klima- und die Biodiversitätskrise, die beiden großen ökologischen Krisen unserer Zeit, auch den Wohlstand der Zukunft bedrohen. Und deswegen ist der Organisationserlass, der dafür gesorgt hat, dass Klimaschutz und Wirtschaft endlich kein Widerspruch mehr sind, dass das eine Ministerium verhindert, dass das andere gerne machen würde, dass es zusammendenkt. So ein Quantensprung in der bundesrepublikanischen Politik. Und ich kann mir nur wünschen, dass wir den Weg weitergehen, den wir jetzt beschritten haben. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, das multiple Krisenszenario, vor dem wir stehen, erfordert endlich aufzuhören, nur Dinge anzukündigen und erfordert, ins Handeln zu kommen. Die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine, die vielfältigen und schwerwiegenden Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, auf den Mittelstand, die brauchen eben auch die entsprechende Unterstützung. Und ich finde, man muss auch einfach mal anerkennen, dass es diese Regierung ist und dass es ein grüner Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz ist, der die Ziele nicht aus dem Blick verliert, aber eben im Umgang mit diesen Krisen, im Umgang mit den Dilemmasituationen, die wir haben, pragmatische Wege geht. Das bedeutet, die Versorgungssicherheit jetzt zu gewährleisten und gleichzeitig den ambitionierten Umstiegs- und Transformationspfad in die Wege zu leiten. Das tun wir mit dem Einzelplan 09, das tun wir mit dem Einzelplan 60 und dem Energie- und Klimafonds und das tun wir mit ganz konkretem Regierungshandeln, wie jetzt im Osterpaket und in einigen Wochen dann im Sommerpaket. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in der Koalition, in der wir uns auf gute Dinge verständigen konnten und sicherlich noch viele gute Dinge entwickeln werden. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion Wolfgang Wiele. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Frühere Debatten über den Haushalt des Bundeswirtschaftsministeriums handelten vom richtigen Weg zu mehr Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Seit das Haus unter grüner Führung steht, geht es hauptsächlich um eine ideologische Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft, die Deutschland und Europa im Weltmaßstab weit zurückwerfen wird. Es ist kein Zufall, dass jetzt die Inflation steigt und die Aussichten düster sind. Der Krieg in der Ukraine hat die vorgezeichnete Entwicklung bloß noch beschleunigt. Immer mehr Bürger, aber auch Wirtschaftslenker senken ihre Zukunftserwartungen, weil die grüne Politik keine besseren Hoffnungen erlaubt.
Wenn CO2-Planziele das Maß aller Dinge sind und regelmäßig verschärft werden, dann sind wir mit 7 Meilenstiefeln auf dem Weg in die unproduktive Planwirtschaft. Nicht nur der Haushalt des Ministeriums finanziert das Ganze, sondern auch der sogenannte Energie- und Klimafonds. Rund 10 Milliarden Euro kommen für staatliche Wirtschaftslenkung zusammen, alleine 7 Milliarden für die einseitige Förderung der E-Mobilität, über 1 Milliarde für Dekarbonisierung der Industrie und auch hier rund 30 Millionen für Dinge wie grünen Strahl und das klimaneutrale Schiff. Dass das unsere Zukunft sein soll, glaubt das Volk nicht von selbst. Dafür ist viel Propaganda nötig. Und auch die politischen Hilfstruppen der Grünen werden aus dem Haushalt bedient. Da wird eine Klimaschutzkampagne gefördert und eine Klimaallianz genauso. Selbst den vom Ministerium bezahlten Bürgerdialog Stromnetz betreibt ein grünradikaler Abmahnverein, die sogenannte Deutsche Umwelthilfe. Diese Nichtregierungsorganisationen oder besser Regierungshilfsorganisationen haben große Macht. Nehmen wir zum Beispiel Agora Energiewende. Dieser Verein schlägt vor, künftig unser Gasnetz zurückzubauen, also aus dem Boden zu reißen. Sein früherer Direktor Patrick Greichen ist heute Staatssekretär im Ministerium Habeck und wiederholt diese Forderung im Namen der Regierung. Was heißt das für unser Land? Ich nenne das Energiewende brutal. Wenn man später nämlich merkt, dass diese Energiewende in Richtung Steinzeit führt, ist die Brücke auf dem Rückweg schon abgerissen. Genau dieselbe Strategie verfolgt die Regierung mit der Zerstörung der CO2-freien Kernenergie. Die AfD verfolgt einen völlig anderen Weg. Wir fordern eine Energiesicherheitswende. In Zukunft muss die Energieversorgung wieder sicher sein. Dazu gehören Kernenergie, Gas, Öl und Kohle und genauso Wind und Sonne. Es darf keine Sanktionen geben, die Deutschland am meisten schaden. Wenn Ungarns Ministerpräsident Orbán für seine Bürger durchsetzt, dass die EU Pipelineöl weiter fließen lässt, dann muss Deutschland das nutzen statt ablehnen. Diese Haltung, Herr Minister Habeck, ist arrogant und verkauft deutsche Interessen. Damit Deutschland eine gute Zukunft hat, brauchen wir keine Energie- oder Verkehrswende, sondern eine Politikwende. Der Ideologen-Geldspeicher namens Energie- und Klimafonds muss aufgelöst werden. Die Bürger müssen auch künftig sich das Autofahren und das Heizen leisten können. Dann würde man wieder von Politik für den Wohlstand reden. Und das fordern wir von der AfD. Es folgt für die SPD-Fraktion der Kollege Frank Junge. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Wieler, angesichts Ihrer immer wieder und permanent vorgetragenen kruden Ansichten bin ich ganz froh darüber, dass die Leute in Wahlergebnissen ausdrücken, was sie auch politisch von Ihnen halten. Und das dokumentieren ja auch gerade die jüngsten Wahlen, die an dieser Stelle stattgefunden haben. In diesen Zeiten des verbrecherischen Angriffskriegs Putin auf die Ukraine, in den Zeiten, in denen wir die Corona-Krise noch lange nicht überwunden haben und in den Zeiten, in denen wir vor existenziellen und generationenübergreifenden Zukunftsaufgaben stehen, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass der Staat Stabilität schafft und Handlungsfähigkeit bewahrt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das dokumentiert der Einzelplan des Wirtschaftsministeriums. Genau das ist es, was wir vorlegen. Damit stellen wir nicht nur die notwendigen Mittel bereit, um die äußere, innere Sicherheit und auch die soziale sicherzustellen. Wir eröffnen damit auch ein Jahrzehnt der Investitionen in Größenordnungen, um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu gewährleisten. Darauf kommt es an, damit wir im globalen Maßstab die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft sichern. Zusammen mit den Verstärkungsmitteln aus dem KTF sind jetzt insgesamt 11 Milliarden Euro auf dem Tisch.
Und wir haben sie an dieser Stelle natürlich eingesetzt, um den Klimaschutz voranzutreiben, die Transformation von Industrie, Wirtschaft und Mobilität voranzuführen, die Weiterentwicklung der Wasserstoffwirtschaft voranzubringen, Innovationsförderung vorzunehmen und auch Strukturschwäche im Land weiter zu begleiten. All das war uns in der Ampelkoalition wichtig. All das findet sich auch im Rahmen dieses Haushalts wieder. Und zudem sichern wir eine Gasversorgung, die viel breiter aufgestellt ist als bisher. Wir bauen eine LNG-Infrastruktur aus. Wir bauen die erneuerbaren Energien aus und schaffen damit endlich einen Übergang in eine Energieversorgung, die uns unabhängig von Preisentwicklungen derart macht, wie wir sie jetzt haben. Und auch das ist etwas, was der Wirtschaft in unglaublichem Maße zugutekommt. Natürlich war es uns als Ampelhaushälter wichtig, die großen Linien aus dem Koalitionsvertrag zu bedienen. Das ist hier an der Stelle auch von Felix ja schon unterstrichen worden. Also wenn wir hier über die energetische Gebäudesanierung sprechen, mit 11 Milliarden Euro sind das wahnsinnig wichtige Komplexe. Die Dekarbonisierung der Industrie ist damit drin, die Tank- und Ladeinfrastruktur, die Digitalisierung der Wirtschaft. All das sind Milliardenbeträge, die genau dort angesetzt werden können, wo sie nicht nur für die Umstellung unserer Wirtschaft im Rahmen des Transformationsprozesses gilt. Sie sind auch wichtig dafür, um Impulse zu setzen, wirtschaftliche Anreize zu vollziehen und am Ende damit auch Wirtschaftswachstum zu generieren. Wir haben dazu auch im Einzelplan 09 die Automobilindustrie weiter gestärkt, die Luft- und Raumfahrt und auch den Schiffbau auf hohem Niveau verstetigt. Und wir haben an der Stelle auch dafür gesorgt, dass wir eigene Akzente setzen. Und lieber Kollege Mattfeld, das muss ich jetzt dann doch auch noch mal sagen. Du hast beklagt, dass wir eure Anträge nicht zur Kenntnis genommen oder sogar umgesetzt haben. Das liegt einfach daran, dass ihr uns in der Einzelplanberatung für 200 Millionen Euro ungedeckte Schecks vorgelegt habt, ohne jeglichen Ansatz einer Deckung. Und in der Bereinigungssitzung habt ihr dort Größenordnungen im Rahmen der Deckung aufgezeigt. Felix hat es gesagt, die bedeutet hätten, die Deckung aus dem EKF, den ihr ja beklagt, hervorzunehmen. Und das ist an der Stelle so absurd und unlogisch und in meiner Ansicht auch verantwortungslos. Wir haben mit den Akzenten, die wir gesetzt haben, ganz besonders Wert darauf gelegt, die kleinen mittelständischen Unternehmen zu unterstützen. ZIM ist ein Beispiel dafür. Die 20 Millionen Erhöhung ist dort ein ganz wichtiger Baustein. Und wir haben an der Stelle auch dafür gesorgt, dass wir mit der Verpflichtungsermächtigung von 80 Millionen Euro fürs nächste Jahr nicht wieder in ein Loch fallen, so wie es die Haushaltsplanung von Peter Altmaier ja jetzt gebracht hatte. Die Industrieforschung ist ein weiterer Bestandteil dafür, die kleinen Unternehmen zu stärken. Und wenn ich noch zwei Punkte nennen darf, dann will ich vor allen Dingen die GRW nennen. Die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur ist etwas, was insbesondere strukturschwachen Regionen hilft. Und unsere Aufbesserung um weitere 25 Millionen Euro hilft genau dort, wo es dringend benötigt wird. 80% dieser Mittel fließen dazu noch in den Osten, wo im Rahmen der Angleichung der Lebensverhältnisse noch viel geleistet werden muss. Und das ist ein Punkt, der uns ganz wichtig war und der herauszustellen ist. Und letzter Punkt, den ich hier noch nennen will, das ist der, und da begreife ich auch gar nicht, Andreas, wie du das kritisieren kannst. Wir haben den Aufwuchs der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung um 11 Millionen vorgenommen. Damit ist das Handwerk glücklich, genauso glücklich darüber, dass wir 5 Millionen mehr für die Investition in die Bildungsinfrastruktur fürs Handwerk gegeben haben. Das sind alles Maßnahmen, die dokumentieren ganz klar und vor allen Dingen auch mit Deckungsvermerken untersetzt, was wir vorhaben, wo unsere Schwerpunkte liegen und wie wichtig uns diese Entwicklungen sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Der Einzelplan 09 stellt nicht nur, wie ich finde, ein verantwortungsvolles Herangehen an die globalen Krisen dar, denen wir uns stellen müssen. Wir bringen damit mit diesem Etat auch die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende weiter voran. Wir nehmen damit unsere Unternehmen mit. Wir setzen Anreize und Impulse. Wir schaffen es so, sie zu stärken. Und wir sichern an dieser Stelle auf diese Art und Weise natürlich Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Und wir schaffen somit auch ein Stück weit Beschäftigung und weiteren Wohlstand. Deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Haushalt. Sagt Frank Junge aus der SPD-Fraktion, der zuvor den Blick auf kleine Unternehmen und auch in die Regionen gerichtet hatte. In dieser Debatte, in der es um den Etat für das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geht. Und da spricht jetzt Viktor Perli aus der Linksfraktion, Sprecher für Umverteilung.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Menschen in unserem Land müssen die steigenden Preise bei Energie und Lebensmitteln und die hohe Inflation teuer bezahlen. Auch Mittelschichtsfamilien müssen sich einschränken. Die Angst vor der Heizkostenabrechnung ist groß. Wir steuern auf eine Armutswelle zu, wie sie dieses Land noch nicht gesehen hat. Wer es schon vor dem Krieg schwer hatte, über die Runden zu kommen, weiß heute nicht, wovon er am Ende des Monats leben soll. Wir sehen das daran, dass die Schlangen vor den Tafeln immer länger werden. Und die Ampelkoalition beschließt hier einen Haushalt, der die Lebenswirklichkeit dieser Millionen Menschen ignoriert und keine Gerechtigkeit schafft. Das ist wirklich beschämend, meine Damen und Herren. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat schwarz auf weiß bestätigt, was die Linke von Anfang an gesagt hat. Die Ampelkoalition lässt vor allem Rentner, Menschen mit geringen Einkommen und die Ärmsten im Stich. Die Forscher haben nachgewiesen, dass der größte Teil ihrer Entlastungspakete ausgerechnet bei den Menschen landet, die die höchsten Einkommen haben. Die Reichen, die am wenigsten Hilfe brauchen, bekommen die meiste Unterstützung. Und diejenigen, die am wenigsten haben und am meisten Unterstützung brauchen, bekommen am wenigsten Unterstützung. Das ist das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit. SPD, Grüne und FDP müssen hier beantworten, wie es zu dieser Ungerechtigkeit kommen konnte. War das Ihre Absicht? War das ein Versehen? So oder so zeigt es, dass in dieser Koalition das soziale Gewissen nicht vorhanden ist, meine Damen und Herren. Auf den Wahlplakaten stand Respekt und Gerechtigkeit, im Haushalt findet sich nichts davon. Es ist respektlos, dass Rentner und Studierende keine 300 Euro Energiepauschale bekommen. Herr Habeck, vor den Tafeln werden die Schlangen länger. Da stehen Rentner, die gehen da jetzt hin, weil die Rente nicht ausreicht. Finden Sie es nicht beschämend, dass die Minister 300 Euro Pauschale bekommen und die Rentner leer ausgehen? Ist Ihnen das nicht peinlich, meine Damen und Herren? Sorgen Sie dafür, dass auch die Studierenden, dass auch die Rentner diese Pauschale endlich bekommen. Aktuell sehen wir an den Tankstellen, dass die Mineralölkonzerne sich bereichern. Die haben kurz vor der Steuersenkung erstmal kräftig die Preise angehoben. Und die Ampelkoalition schaut tatenlos zu, wie sich da auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger die Taschen voll gemacht werden. Es gibt ein Bundeskartellamt. Dafür ist Herr Habeck zuständig. Das gibt Verhaltenstipps, wie man sich verhalten soll, anstatt einzugreifen und dafür zu sorgen, dass diese Steuersenkung eins zu eins ankommt bei den Menschen. Wir fordern eine wirksame Preisaufsicht und eine Übergewinnsteuer für die Krisenprofiteure, damit diejenigen, die hier abzocken, auch dann damit belegt werden, damit sich Abzocke nicht lohnt. Das Geld muss bei den Bürgern ankommen. Und ich finde auch, letzter Satz, wir sollten uns doch hier einig sein. Kein Mensch sollte Angst vor der Heizkostenabrechnung haben. Vielen Dank. Viktor Perli aus der Linksfraktion mit Fragen an den Bundeswirtschaftsminister, in diesem Fall zu einer Pauschale für Rentner. Antworten darauf möglicherweise nach den beiden nächsten Rednern. Dann jedenfalls steht der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf der Rednerliste. Jetzt aber erstmal Carsten Klein, Obmann für die FDP im Haushaltsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Anfang der Woche hat die EU ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg gebracht. Ich denke, das begrüßen wir alle ausdrücklich. Aber klar muss auch sein, dass Sanktionen, dass unser Sanktionsregime dazu führen, vor allem die russische Seite, die russische Wirtschaft mehr zu schädigen als die europäische oder die deutsche. Und dass unsere Sanktionen wirken, sieht man auch daran, dass hochwertige Güter aus Europa und Deutschland der russischen Wirtschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Hochwertige Güter, die durch andere Staaten, die sich an den Sanktionen nicht beteiligen, nur schwer zu substituieren sind.
Das zeigt aber auch noch mal, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir an Stärke in diesen Konflikt mit einbringen, in die Waagschale mit einbringen können, nämlich unsere wirtschaftliche Stärke. Die Möglichkeit, dass die Menschen in diesem Land ihr Know-how in Güter, in hochwertige Dienstleistungen transferieren können. Auch für die Freunde in der Ukraine. Und deshalb hat die Ampelkoalition, die zwei Kollegen sind ja schon darauf eingegangen, auch noch mal massiv an den Mitteln zugelegt, um Innovationskraft, um die Zukunftsfähigkeit, um das Know-how dieser Menschen zu stärken hier in diesem Land, über die berufliche Bildung, über das zentrale Mittelstandsprogramm Innovation und andere Töpfe, genau um das zu erreichen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben international und dass wir diese Stärke auch noch in diesen Konflikt einbringen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gegenteil von dem, die Wirtschaftskraft zu verstärken, wäre es gewesen, der Forderung nach einem sofortigen Gasembargo nachzukommen. Die Preise sind für die Bürgerinnen und Bürger in den letzten Wochen extrem gestiegen. An der Tankstelle bis zu 40% in der Spitze, beim Gas sogar fast verdoppelt. Aber das ist nur ein müder Vorgeschmack von dem, was passieren würde, wenn wir ein sofortiges Gasembargo verhängen würden. Und ja, es war eine Fehlentscheidung, sich so massiv von russischer Energie abhängig zu machen. Aber deshalb muss es für uns gelten, Gegenstrategien zu entwickeln. Und das hat diese Bundesregierung getan. Das hat diese Bundesregierung getan, indem wir zum einen kurzfristig den Bürgern bei der groß gestiegenen Energiepreisen eine Abdämpfung ermöglichen über das Entlastungspaket. 37 Milliarden Euro in der Summe über die Abschaffung der GEG-Umlage zum Beispiel oder über den Tankrabatt. Und Herr Minister, ich bin überzeugt davon, dass Sie mit dem Kartellamt gemeinsam dafür Sorge tragen werden, dass diese Preisabsenkung auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen wird. Wir haben das aber auch getan, indem wir einen Zuschuss bei Ihnen im Einzelplan eingestellt haben mit 4 Milliarden Euro für die energieintensive Wirtschaft. Und das zeigt, kurzfristig haben wir schon reagiert. Aber natürlich bedarf es auch einer mittelfristigen und langfristigen Strategie, um die Abhängigkeit von fossiler russischer Energie zu reduzieren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, da ist natürlich der Vorschlag, 750 Milliarden Euro bei der Dekarbonisierung der Industrie zu streichen, genau das Gegenteil von dem, eine Strategie zu entwickeln, um die Abhängigkeit zu reduzieren. Wir als Koalition haben aber in den Haushalt aufgenommen, um die Abhängigkeit zu erreichen, zum einen Investitionen in Infrastruktur bei LNG. Ich begrüße ausdrücklich, dass es hier auch eine Kehrtwende gegeben hat. Fast 4 Milliarden Euro für die schwimmenden Plattformen, um das Flüssiggas auch in unsere Systeme zu bringen. Das dient natürlich der Reduzierung der Abhängigkeit und das dient der Versorgungssicherheit. Wir dürfen aber in diesem Zusammenhang nicht die Versorgungspreise außer Acht lassen. Und deshalb müssen wir den Menschen auch klar sagen, in den letzten 10 Jahren war LNG-Gas immer 30% teurer als das Gas aus den Pipelines. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, muss es uns gelingen, den Spirit, die Idee unseres Koalitionsvertrags auch noch stärker zu leben. Wir wollen über Innovationen und über Fortschritt zu weniger Verbrauch kommen und dazu, dass wir uns neue Energiequellen erschließen. Das sind die Aufgaben für die nächsten Monate und Jahre. Und natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass die Mittel im Haushalt ihre Wirksamkeit verbessern. Wir haben eine ganze Reihe von Rechnungshofberichten. Und da hat Ihnen Ihr Vorgänger Peter Altmaier und die Union ja, Herr Minister, leider eine Riesenbaustelle überlassen. Diese Rechnungshofberichte legen noch mal fest, dass wir eine sehr schlechte Koordination haben, wenn es um die Mittel in der Energiewende geht. Dass wir keine schlechte Wirksamkeit haben bei der Verausgabung dieser Mittel. Wir haben hohe Ausgabereste im Bereich des Wirtschaftsministeriums und des Energie- und Klimafonds. Und deshalb gilt es, und das hat die Koalition auch beschlossen, dass wir diese Wirksamkeit der Mittel erhöhen. Denn wir wollen alle gemeinsam erreichen, dass wir nicht Mittel in den Haushalt einstellen, sondern dass wir CO2 einsparen und dass wir uns alternative Energiequellen eröffnen. Und das muss das Ziel der nächsten Monate sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Carsten Klein war das für die FDP-Fraktion, ob man im Ausschuss für Wirtschaft und Klimaschutz. Jetzt Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Inflation ist auf Rekordniveau. Der wirtschaftliche Ausblick trübt sich ein, eine Stagflation droht, die Energieversorgung ist gefährdet. In Zeiten wie diesen wäre es gut, wenn der Wirtschafts- und Energieminister einen Plan mit klaren Prioritäten vorlegen würde. Aber in allzu vielen Bereichen, und ich will drei nennen, fehlt ein solcher Plan.
Erstens zur Innovations- und Strukturpolitik. Gerade in Zeiten der Inflation braucht es eine wachstumsfördernde Politik. Denn Wachstum weitet das Angebot aus und dämmt damit die Inflation ein. Der Bundesminister der Finanzen hat ein Papier für eine wachstumsfördernde Angebotspolitik vorgelegt. Bürokratie abbauen, zumindest die FDP freut sich in der Koalition darüber, Bürokratie abbauen, Arbeitsrecht flexibilisieren, Anreize für Investitionen setzen zum Beispiel. So ein Papier, Herr Wirtschaftsminister, hätten wir uns auch von Ihnen gewünscht. Denn nur wenn Sie die beiden sich einig sind, Finanz- und Wirtschaftsminister, dann kommt eine Wachstumspolitik auch zustande. Schiller und Strauß, das waren Plisch und Plum. Habeck und Lindner, das ist eher wie Tom und Jerry, wie Katz und Maus, aber das ist unterhaltsam. Was wir brauchen, ist aber nicht ein Katz-und-Maus-Spiel. Was wir brauchen, ist ein kohärentes Konzept von Finanz- und Wirtschaftspolitik in diesen Zeiten. Gestern sagten Sie, Rezession vermeiden, Kaufkraft erhalten, Gerechtigkeit walten lassen. Das sei das Ziel. Alles nette Überschriften, alles soweit richtig. Aber was will diese Regierung konkret in Zeiten von Rekordinflation und Unsicherheit in der Wirtschaft tun? Die Bürgerinnen und Bürger und ja, auch dieses Parlament haben einen Anspruch darauf, endlich mal einen kohärenten Plan zu bekommen. Gleich haben Sie die Gelegenheit dazu, Herr Minister. Ein zweites Beispiel ist die Energiepolitik. Wir seien sehr gut vorbereitet, falls wir kein russisches Gas im Winter bekämen, sagen Wirtschaftsminister und Kanzler. Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Der Deutsche Bundestag hat vor zwei Monaten mit Stimmen von SPD, Union, Grünen und FDP die Bundesregierung aufgefordert, einen Ausstiegsfahrplan vorzulegen. Mal genau darzulegen, jenseits von Interviews und einzelnen Äußerungen, wie viel Terawattstunden etwa an Energie aus Gas wir bis wann ersetzen wollen bei den russischen Lieferungen, durch was. Bis jetzt haben wir dazu keinen konkreten Plan. Es hieß vor zwei Monaten, kurzfristig kämen Lieferungen aus Katar, Gas. Jetzt heißt es, es kann 2024 werden. Nichts Genaues weiß man nicht. Gasspeicher. Sie haben einen Gesetzentwurf vorgelegt zum Gasstopp und sagen, Kohlekraftwerke sollen möglicherweise am Netz bleiben, auch Braunkohlekraftwerke bemerkenswerterweise, um dann im Fall der Fälle einzuspringen. Warum nicht jetzt schon? Eigentlich müssten wir doch schon, und das sagen wir seit zwei Monaten, seit Wochen stärker Kohlekraftwerke nutzen in dieser Zeit, um Gas zu sparen bei den Gaskraftwerken und die Speicher zu füllen. Wären Sie uns vor zwei Monaten gefolgt, hätten wir jetzt schon 2-3% vollere Gasspeicher, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und im Übrigen verstehe ich auch nicht, bis heute nicht, auch in der aktuellen Debatte, warum ein grüner Klimaminister lieber Kohle, auch Braunkohlekraftwerke, im Fall der Fälle am Netz lässt, als CO2-neutrale Kernkraftwerke, die noch laufen, weiter laufen zu lassen. Das will mir nicht in den Sinn. Herr Banaschak hat zu Recht darauf hingewiesen, und wir unterstützen Sie dabei, haben mehrfach zugestimmt. Sie sind an vielen Stellen pragmatisch und tun Dinge, die Sie sonst nicht getan hätten. Und das ist anzuerkennen, und das unterstützen wir ausdrücklich. Aber es wäre eben auch gut, wenn Sie in dieser Frage Pragmatismus und nicht Ideologie walten ließen. Die aktuelle Situation erfordert es jedenfalls, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein drittes Beispiel, die Handelspolitik. Sie haben gesagt, Energiepolitik ist Sicherheitspolitik, und das stimmt. Auch Handelspolitik ist Sicherheitspolitik. Das hat drei Dimensionen. Die globale Dimension, Freihandel wirkt gegen Armut, verbindet uns mit der Welt und mit den Partnern, die unsere Werte teilen. Die Dimension der Versorgungssicherheit, Freihandel mit verschiedenen verlässlichen Partnern steigert die Resilienz unserer Lieferketten. Und drittens auch die Dimension unserer Unternehmen und Beschäftigten. Freihandel sichert in Deutschland etwa 4,5 Millionen Arbeitsplätze und damit auch das Einkommen von Millionen Familien. Und auch da könnten Sie ein wichtiges Zeichen setzen. Wir setzen es jede Woche hier auf zur Abstimmung. Während Sie Gas in Katar und Ägypten richtigerweise kaufen, verweigern Sie bis heute dem Freihandel mit Kanada die Zustimmung hier im Deutschen Bundestag. Die FDP, selbst die Minister der FDP, fordern mittlerweile öffentlich die Zustimmung. Wir fordern Sie auf, in Zeiten wie diesen, lassen Sie uns endlich das Handelsabkommen mit Kanada ratifizieren und eine Zustimmung hier im Deutschen Bundestag erreichen. Man muss nur Herrn Ministerpräsidenten Kretschmann in dieser Frage folgen, mit dem stimmen wir dafür. Ist überhaupt kein Problem. Ich verstehe gar nicht, warum an bestimmten Stellen so viel Pragmatismus möglich ist, richtigerweise, und an anderen Stellen dann wieder die Ideologie überwiegt. Wir müssen alle in Zeiten wie diesen, nein,
Wir sind da auch bereit an vielen Stellen und reichen die Hand dazu, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Aber Sie müssen es auch schon ertragen. Wir sind staatstragend in Zeiten wie diesen, aber wir sind nicht regierungstragend. Sie müssen schon damit rechnen in diesen Zeiten, dass es Kritik gibt für das, was Sie tun oder eben nicht tun. Und Frau Präsidentin, abschließend, Steuereinnahmen halten das Land am Laufen, haben Sie kürzlich gesagt, Herr Wirtschaftsminister. So ähnlich wie der Strom kommt aus der Steckdose oder die Milch kommt aus dem Supermarkt. Denn Strom muss produziert werden, Bauern müssen die Kühe melken und das Geld des Staates, das kommt nicht vom Finanzamt. Steuereinnahmen müssen erst einmal erwirtschaften. Es sind die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die das Land am Laufen halten. Und das ist wichtig, immer wieder auch zu zeigen und deutlich zu machen, denn das drückt eine Geisteshaltung aus. Wie wir in der Steuerpolitik reden, wir über die Frage reden, woher das Geld kommt und wie wir mit dem Geld umgehen, drückt eine Geisteshaltung aus. Und in Zeiten wie diesen halten wir es für wichtig, genau das anzuerkennen und zurückzukehren zur Haushaltskonsolidierung, die richtigen Schwerpunkte zu setzen und eine Politik für Wachstum zu haben in Zeiten der hohen Inflation. Dazu reichen wir Ihnen gerne die Hand. Allerlei Vorwürfe des früheren Gesundheitsministers und jetzigen stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion Jens Spahn an den Bundeswirtschaftsminister. Er solle etwa Pragmatismus statt Ideologie walten lassen. Die Gegenrede vom Minister selbst. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Spahn. Geisteshaltung, Ideologie. Ideologievorwurf, würde ich sagen, muss sich derjenigen gefallen lassen, der dem billigen Applaus zuliebe hier Phrasen verkündet, ohne die konkrete Wirklichkeit, die Handlung und die Entwicklung in der Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Um auf die Wirklichkeit zu kommen, dieser Haushalt und die Debatte, die wir führen, ist ein besonderer Haushalt vor einer besonderen Wirklichkeit. Viele Aspekte, und ich kann in den 5 Minuten, die ich habe, nicht auf alle eingehen, sind genannt worden, die das Land besonders bedrücken. Aber es hat natürlich einen Grund, warum diese Bedrückung da ist. Und dieser Grund ist der Angriffskrieg, der durch nichts zu rechtfertigende Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine, der Tod der Menschen, der dort verursacht wird, und die hohen Kosten, die Druck auf die Bevölkerung und auf die Wirtschaft, die wir hier zu tragen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, aber wir tragen sie erfolgreich. Der Bundeskanzler hat gestern aufgelistet, welche Waffen und welche Waffengattungen die Bundesrepublik Deutschland der Ukraine zur Verfügung stellt. Ich möchte kurz darauf eingehen, dass wir uns ebenfalls in einem anderen Konflikt befinden, nämlich einem Wirtschaftskonflikt. Wir schauen und diskutieren, wenn wir auf die Sanktionslisten schauen, immer über die Öl- und die Gasverkäufe, die Russland noch immer tätigt. Und ja, die Einnahmen, die Putin erzielt hat in den letzten Monaten durch die hohen Preise, sie tun weh. Und man kann sich dafür eigentlich nur schämen, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, diese Abhängigkeit deutlicher zu reduzieren. Aber nur auf die Einnahmen, auf die Öl- und Gaseinnahmen von Putin zu schauen, verkennt, was gerade die Wirklichkeit ist. Eine Wirklichkeit, die wir mit den Alliierten zusammen herstellen. Er kann sich nämlich von dem Geld, das er verdient, immer weniger, ja faktisch nichts mehr kaufen. Die russische Wirtschaft bricht ein. Die Exporte nach Russland, die Importe nach Russland für die russische Seite, sie gehen dramatisch zurück. Insgesamt sind die Exporte der Alliierten, derjenigen, die sich den Sanktionen angeschlossen haben, in den letzten Monaten um 53% zurückgegangen. Wichtiger vielleicht noch, dass auch die Exporte aus den Ländern, die neutral oder sogar pro-russisch aufgestellt sind, um 45% zurückgegangen sind. Deutschland mit einem Anteil eines Exportrückgangs nach Russland um -60% alleine im März, wir erwarten eine deutlich höhere Zahl im April, hat einen wesentlichen Anteil daran, dass es so ist. Und dieser Exportrückgang, er ist ja, und das haben wir bei Corona gemerkt, er ist ja nicht in der Allgemeinheit nur zu erfassen, denn was dann fehlt, sind Teile in spezifischen Lieferketten, die die russische Wirtschaft bis ins Mark treffen wird. Es fehlen Sicherheitsupdates für die Flugzeuge mit der Konsequenz, dass bald die Flugzeuge am Boden bleiben. Es fehlen technische Güter, High-Value-Goods in der technischen Kette, die die Produktionsprozesse zerstören werden. Sehr geehrte Damen und Herren, Putin kriegt noch Geld.
aber er kann es kaum noch aufgeben. Und die Zeit, sie arbeitet nicht für Russland. Sie arbeitet gegen Russland. Sie arbeitet gegen die russische Wirtschaft. Die russische Wirtschaft ist eingebrochen. Das BIP ist um 9% zurückgegangen. Die Kreditwürdigkeit Russlands ist Ramsch-Status. Die Investitionstätigkeit ist um 34% zurückgegangen. Niemand will mehr in Russland investieren. Er kann das nicht mehr lange durchhalten. Er kann vielleicht seine Armee noch versorgen mit den Möglichkeiten, die er im eigenen Land hat, Öl und Weizen. Aber die russische Wirtschaft ist hart getroffen durch die Sanktionen. Und einen wesentlichen Teil davon trägt die deutsche Wirtschaft. Und dass sie das tut, das kann man nur mit Dank sagen, beantworten. Einen wesentlichen Teil davon trägt die deutsche Bevölkerung. Wir haben über die hohen Belastungen gesprochen. Und auch da muss man sagen, danke dafür. Denn wir tun es ja nicht aus Spaß. Wir tun es, um die russische, um die Putins Wirtschaft zu schädigen und so unseren Beitrag, unseren wirtschaftspolitischen Beitrag zu leisten, dass dieser Krieg irgendwann ein Ende findet, indem wir die russische Wirtschaft bis ins Mark treffen werden. Und wir sind dabei, es zu tun. Herr Minister, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Nein. Sehr geehrte Damen und Herren, das hat Konsequenzen für mein Ministerium und für den Haushalt. Wir haben in einer großen Geschwindigkeit neue Gesetze schreiben müssen, Sanktionsdurchsetzungsgesetz, die Sanktionen zu kontrollieren, das Energiesicherungsgesetz, das LNG-Beschleunigungsgesetz, das Kohlereservegesetz, das Gasspeichergesetz, die Verordnung, die heute dazu führt, dass Reden jetzt auch pflichtmäßig erfüllt wird. Die Waffenexporte müssen kontrolliert werden, die Hilfsprogramme strukturiert und verausgabt werden. Dazu natürlich die Arbeit an Energiewende und an den strukturellen Aufgaben, die wir insgesamt haben. Dass das im Haushalt nachgezeichnet wird. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken für die guten, konstruktiven Gespräche. Es ist nicht selbstverständlich, dass das Parlament das sieht. Ich möchte mich aber auch bedanken bei der Verwaltung. Jetzt stellvertretend bei meinem Haus. Letzter Satz. Man sagt ja immer, die Verwaltung, die Planungsprozesse, alles zu langsam, alles zu träge. Wir zeigen in einer gemeinschaftlichen Anstrengung in diesem Jahr von Unternehmen und Wirtschaft, von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von der Verwaltung, wie leistungsfähig unser Land und unsere Demokratie ist. Der Haushalt segnet das ab. Vielen Dank. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Ende noch mit einem Blick nach quasi hinter die Kulissen, indem er sich auch noch mal an sein Haus gerichtet hat. Denn es gibt vieles auf den Weg zu bringen in diesen Tagen, wenn es gelingen soll, dass, wie er sagt, die russische Wirtschaft bis ins Mark getroffen werden soll, beispielsweise durch wirtschaftliche Sanktionen. Und das hat natürlich auch hierzulande Konsequenzen. Enrico Komning für die AfD-Fraktion ist der nächste Redner. Herr Kollege, liebe Besucher auf der Tribüne, wir erleben in Deutschland gegenwärtig einen von der alten großen Koalition angelegten und von der Ampelkoalition fortgeführten beispielslosen wirtschaftlichen Niedergang in Deutschland. Erst gestern musste ich am Hauptbahnhof sehen, wie ein Rentner im Müll umherwühlte und sich die Pfandflaschen heraussuchte, um seinen Lebensunterhalt zu erhalten. Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, können von ihrer Rente, können von ihren Ersparnissen nicht mehr leben. Das ist eine Schande. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte es so weit kommen, dass die Bürger dieses Landes ihren Strom nicht mehr bezahlen können und dass eine warme Wohnung zum Luxusgut wird? Es ist Ihre bewusst herbeigeführte, zumindest bewusst in Kauf genommene Inflation, Ihre rein ideologiegetriebene, vollkommen wirkungslose und darüber hinaus umweltzerstörende Energiewende, Ihre mittelstandsfeindliche Wirtschaftspolitik und nicht zuletzt Ihr hysterisches Taumeln durch die Corona-Zeit. Nicht schuld, Herr Habeck, ist hingegen der Ukraine-Krieg an sich, den Sie doch nur dazu nutzen, um Ihre fatale Wirtschaftspolitik zu rechtfertigen. Sie legen hier einen weiteren Schuldenhaushalt vor. Diesmal sind es 100 Milliarden netto Neuverschuldung. Leidtragender sind die mittelständische Wirtschaft und die Leistungsträger der Gesellschaft, nämlich die Arbeitnehmer. Ganze 10 Milliarden, das sind nicht einmal 2% des Gesamthaushaltes, fallen in den Bereich Wirtschaft. Als vormals stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender des Bundes der Steuerzahler in Mecklenburg-Vorpommern weiß ich, wie der Staat
Steuern zum Fenster herauswirft. Was Sie hier aber machen, lässt einen nur noch ungläubig staunen. Da finanzieren Sie aus dem Wirtschaftshaushalt Sozialunternehmen, Unternehmen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Unternehmen, die nichts, aber auch gar nichts zum Wachstum von Beschäftigung und gesellschaftlichen Wohlstand beitragen. Das können Sie von mir aus ja machen, aber nehmen Sie doch dann bitte die Mittel aus dem Sozial- oder Kulturbudget. Und dann wiederum streichen Sie ein Investitionsprogramm für die Automobilzulieferindustrie zusammen um fast 200 Millionen. Ein Programm, das eigentlich zur Zukunftsfähigkeit der von Ihnen geschliffenen deutschen Vorzeigebranche gedacht war. Blanker Hohn für zigtausende Arbeitnehmer und ihre Familien. Meine Damen und Herren, Deutschland verarmt vor Ihren Augen, und Sie führen Deutschland zielsicher in eine erbarmungslose Planwirtschaft, anstatt Gestaltungskräfte zu entfesseln. Und als ehemaliges FDP-Mitglied will ich zumindest an diesen Teil der Regierung appellieren: Beenden Sie diesen ganzen Unsinn, kehren Sie zurück zu Freiheit, Chancengleichheit und Anstand. Vielen Dank. Der Bundestag diskutiert über den Einzelplan 09 im Bundeshaushalt 2022. Das ist der Etat für das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. 11,33 Milliarden Euro soll es ausgeben können. Und jetzt der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Bernd Westphal, dazu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zeitgleich zu unserer Debatte, die wir hier führen, tobt ein erbarmungsloser, schrecklicher Krieg in Europa. Der Angriff, der feige Angriff Russlands, der Krieg von Putin auf die Menschen in der Ukraine ist erbärmlich. Dass wir etwas im 21. Jahrhundert erleben müssen, ist etwas, was wir uns alle kaum vorstellen hätten können. Und deshalb werden wir alles dafür tun, die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem mutigen Kampf dagegen zu unterstützen. Wir werden alles dafür tun, dieses Land in dieser Zeit nicht alleine zu lassen. Und deshalb ist es richtig, das, was Olaf Scholz hier am Mittwoch in seiner Regierungserklärung gesagt hat: Alles, was jetzt notwendig ist, werden wir für die Ukraine tun, meine Damen und Herren. Und natürlich heißt das auch, Verantwortung zu übernehmen für die Folgen. Das Sanktionspaket, was mit unseren europäischen Partnern und innerhalb der NATO vereinbart worden ist, hat massive Auswirkungen auf Russland. Der Wirtschaftsminister hat eben darauf hingewiesen, aber natürlich auch auf die deutsche Wirtschaft. Und deshalb kann man sagen, dass wir nicht gegen die Wirtschaft, sondern wer am Sonntag bei der Eröffnung der Hannover-Messe dabei war, konnte das vom Präsidenten des Verbandes der deutschen Maschinen- und Anlagenbauern, Herrn Heusgen, hören. Die Wirtschaft steht hinter dieser Bundesregierung. Ich würde mir wünschen, dass die Opposition in so schwierigen Zeiten das auch tun würde. Herzlichen Dank für dieses Votum. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, das weiß jeder, aber dennoch am Messerundgang am Montag in Hannover und schon zum 75. Mal findet die statt. In dieser Industrieschau, wo internationale Firmen in Deutschland ihre Produkte zeigen, wo die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft sichtbar wird, dort war zu spüren, dass die Unternehmen sich auf den Weg machen, mitzuhelfen mit ihren Technologien, eine klimaneutrale Wirtschaft zu organisieren, zu gucken, dass wir Mobilität, dass wir Heizen, dass wir Prozesswärme, dass wir die Stromerzeugung, dass wir Wasserstoff produzieren. Das sind Innovationen, die dort sichtbar sind. Und die Unternehmen haben nicht geklagt, Herr Spahn, über zu hohe Löhne oder dass wir zu viel Arbeitsschutz hätten oder zu viel Mitbestimmung. Nein, ganz im Gegenteil. Das erste Argument, was genannt worden ist, wir brauchen Fachkräfte in diesem Land. Und dafür wird dieser Bundeshaushalt sorgen, dass wir gerade die Mittel, was die Ausbildung der Facharbeiter angeht, verstärken, dass wir gerade Willkommenskultur entwickeln, dass Menschen mit Fachkräften hier nach Deutschland kommen. Das ist das, was hätten Sie sich überzeugen können, wenn Sie den Rundgang gemacht hätten, und nicht das, was Sie machen. Das, was die Ideologie der Union ist. Wenn Sie über Bürokratieabbau sprechen, dann heißt das Schleifen von Arbeitnehmerrechten und Lohndrückerei, und das werden wir nicht mitmachen. Und deshalb ist es zum Beispiel richtig, wenn wir Inflation über 7% haben, dass wir mit einem großen Maßnahmenpaket Energiepreise dementsprechend entlasten, aber auch mit dem Mindestlohngesetz dafür sorgen,
dass wir Lohnerhöhungen von teilweise 30% im Niedriglohnsektor haben. 6 Millionen Menschen werden in diesem Land davon profitieren. Und deshalb ist das richtig, dass wir dieses Gesetz auf den Weg bringen, um die Kaufkraft zu erhöhen. Das steuert dagegen. Das schafft Stabilität in unserer Wirtschaft. Das, was der Haushalt auch macht und die Gesetze mit Osterpaket und das, was noch zu erwarten ist aus dem Wirtschaftsministerium, zeigt ja, dass es ja Spaß macht, in einer Bundesregierung mitzuarbeiten. Und ich habe ja 8 Jahre Energiepolitik mitverantwortet für meine Fraktion, dass es Spaß macht, jetzt genau diese Transformation zu gestalten, erneuerbare Energien auszubauen, Kommunen und Länder zu stärken, in Genehmigungsverfahren schneller zu werden, eine Aufbruchssituation zu erzeugen. Genau das ist der investive Teil, den diese Bundesregierung jetzt als Signal sendet. Und genau das ist etwas, was unser Land und unsere Wirtschaft zukunftsfähig macht und nicht zaudern und bremsen. Das ist Gott sei Dank jetzt vorbei. Die Ampel ist innovativer in dieser Regierung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wirtschaft mit diesen Herausforderungen ist gestärkt. Die Rahmenbedingungen, die wir als Bundesregierung setzen, sind genau diese Innovationstreiber. Wir sind Investitions- und Innovationsunterstützer und Förderer. Das zeigt der Bundeshaushalt zum Beispiel mit einem sehr erfolgreichen Instrument. Die Zukunftsinvestition für den Mittelstand, das ZIM-Paket, wird nochmal mit Mitteln erhöht. Es ist ein Programm, was abgefragt wird, was in den Unternehmen auch anerkannt ist. Die Mittel werden abgerufen und fördern genau diese Innovationskraft, die wir brauchen, auch übrigens in einem internationalen Wettbewerb. Wir merken das, dass wir auch international auf den Märkten mit diesen Produkten erfolgreich sind. Gleichzeitig fordern wir die industrielle Gemeinschaftsforschung. Auch das sind Zeichen, wo man sieht, wie die Innovationen durch Bundes-, durch Haushaltsmittel unterstützt werden. Und deshalb ist das ein guter Haushalt, dem man zustimmen kann. Er fördert die Wende zur sozial-ökologischen Wirtschaft. Und deshalb seit 1863 SPD schafft soziale Verantwortung. Vielen Dank. Sagt der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Bernd Westphal in dieser Debatte über den Etat des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck. Alexander Ulrich ist der nächste Redner, kommt aus der Linksfraktion, ist sowohl Sprecher für europäische Sozial- und Wirtschaftspolitik als auch für Industriepolitik. Wir werden alle ärmer. Die Frage, die Sie auch heute nicht beantwortet haben, wen meinen Sie denn alles mit wir? Denn für viele Menschen in diesem Land trifft das zwar zu, bis zu 40% der Haushalte kommen nicht mehr durch den Monat, viele schon vor des Krieges und Corona. Aber für viele andere stellen wir fest, dass Reichtum sich anhäuft, die Zahl der Millionäre, Milliardäre steigt an, die Ölkonzerne machen Geschäfte ohne Ende, werden auch von ihnen dabei unterstützt. Und das zeigt, wir haben in dieser Krise, geht die soziale Ungleichheit weiter auseinander. Es stimmt nicht, dass wir alle ärmer werden. Ein Teil der Gesellschaft wird ärmer, und das ist auch politisch von Ihnen gewollt. Und wenn Sie von wir reden, dann können Sie auch nicht sich meinen. Denn Sie haben auch heute die Chance verpasst, mal zu erklären, warum zum Beispiel die Rentnerinnen, der Rentner und der Studierende die 300 Euro Energiegeld nicht bekommt, aber Sie als Vizekanzler bekommen die 300 Euro. Finden Sie das respektvoll, wie es im Wahlkampf und bei der Regierungsbildung gehießen hat? Nein, das ist respektlos, dass sich das Kabinett bedient und der Rentner muss an die Tafel. Und wenn wir hier auch darüber reden, Vorredner war ja für soziale, seit 1847 für sozialen Ausgleich steht die SPD. Der Ministerpräsident von Niedersachsen hat jetzt in einem Bild am Sonntag-Interview gesagt, er ist auch dafür, dass bei den Rentnerinnen und Rentnern nachgelegt wird. Leider hört man von der SPD-Bundestagsfraktion nicht, ob sie das unterstützt. Also an die Bürgerinnen und Bürger auch in Niedersachsen. Der Ministerpräsident macht Wahlkampf, und spätestens mit dem Wahltermin ist auch diese Aussage wieder fehl am Platze. Sie machen mal wieder etwas, Sie wollen die Rentnerinnen und Rentner im Stich lassen. Das ist die Wahrheit, und diese Woche hat das auch nochmals gezeigt. Und Herr Bundesminister Habeck, gestern hat der Kanzler angesprochen, er will eine konzertierte Aktion zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, wie man mit dieser Inflation umgeht. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie als Wirtschaftsminister hier mal ein paar Hinweise geben, wohin die konzertierte Aktion gehen soll. Sollen die Leute nochmals auf Lohnerhöhungen verzichten, weil es der Wirtschaft so schwer geht? Soll es einen Ausgleich geben des Staates? Wir sagen klipp und klar mit den Gewerkschaften. Das, was Sie jetzt gemacht haben, ist halbgar. Wir brauchen viel mehr in der Entlastung von der Politik, damit auch die Menschen wirklich auch da nicht im Stich gelassen werden in diesen Krisen Corona und Ukraine. Vielen Dank.
Und es folgt die FDP-Fraktion mit ihrem Redner Reinhard Huben. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, Olaf Scholz hat gestern gesagt zu Friedrich Merz, der leider gegangen ist, er würde durch die Rede tänzeln, Herr Spahn. Sie haben auch ziemlich viel getänzelt. Also, wenn die große Kompetenz der Union darin besteht, uns jetzt zu empfehlen, wieder in die Atomwirtschaft einzusteigen, muss ich sagen, wo haben Sie eigentlich Ihren marktwirtschaftlichen Kompass? Sie wissen doch ganz genau, dass keine Bank ein Atomkraftwerk in Deutschland finanzieren wird. Und Sie wissen ganz genau, dass keine Versicherung ein Atomkraftwerk versichern würde. Und in dem Zusammenhang kann ich nur sagen, ich empfehle dann die Endlagersuche im Münsterland, Herr Spahn. Zweitens, die Aussage zum Gasspeicher. Dann gucken Sie doch bitte in die täglichen Informationen der Bundesnetzagentur, wie das Einspeichern in unsere Gasspeicher funktioniert und in welchem Tempo sie stattfinden, dann könnten Sie solche Aussagen, wie Sie hier getroffen haben, eigentlich nicht voranbringen. Also das kann meiner Meinung nach nicht sein. Natürlich müssen wir der deutschen Wirtschaft danken. Sie akzeptiert das Primat der Politik. Aber, meine Damen und Herren, die Wirtschaft ist natürlich auch in großer Sorge. Und deswegen begrüßen wir als FDP natürlich die verstärkten Anstrengungen gerade bei LNG. Und Herr Minister, es ist natürlich traurig, dass Sie verkündet haben, also liebe, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Vorfeldorganisation der Grünen, aber BUND und NABU und so weiter und so fort, bitte klagt nicht gegen den Bau dieser LNG-Anlagen, dieser nötigen Infrastruktur in den Häfen, damit LNG eingespeichert werden kann. Nun findet das leider trotzdem statt. Vielleicht haben Sie an der Stelle ja auch noch ein bisschen Einfluss. Und, meine Damen und Herren, ich finde, es ist schon ein starker Tobak, Herr Ulrich, dass Sie dieser Bundesregierung vorwerfen, wir würden Armut sozusagen zu unserem politischen Konzept erhoben haben. Das ist blanker Populismus. Das ist ein Niveau, was manchmal noch nicht mal von dieser Fraktion auf dieser Seite des Hauses geboten wird. Und ich muss Sie wirklich fragen, ob Sie meinen, Ihre Partei wieder erfolgreich ins politische Geschäft bringen zu wollen, wenn Sie mit solchen populistischen Argumenten hier rumhantieren. Vielen Dank. Reinhard Huben war das, der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag in der Debatte über den Etat des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Jetzt Hans-Jörg Durz, Obmann im Wirtschaftsausschuss, und er gehört der CSU-Landesgruppe an. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade in dieser Haushaltswoche, in der sich diese Bundesregierung brutto fast 10.000 neue Stellen genehmigt, ist schon noch mal darauf hinzuweisen, dass alles, was ausgegeben wird, vorher erwirtschaftet werden muss. Einen großen Beitrag zu unserer Wirtschaft trägt in den vergangenen Jahren der Export. Unsere exportorientierte Wirtschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten stark von der Globalisierung profitiert. Doch oft schätzt man ja etwas erst dann, wenn man es nicht mehr hat oder nicht mehr in der Form hat, wie man es gewohnt ist. Wie eine Welt ohne funktionierende Lieferketten, ohne freien Zugang zu Märkten, mit weniger oder ohne Globalisierung aussieht oder aussehen könnte, das erfahren wir gerade in dieser Zeit. Der Hunger auf der Welt wächst, Energie wird knapp und die Preise steigen rapide. Die Inflation betrug bei uns in Deutschland im vergangenen Monat knapp 8%, in Europa sogar über 8%.
Und spätestens jetzt dürfte jedem klar geworden sein, freier Handel, Wohlstand. Die in dieser Zeit viel zitierte Zeitenwende erfordert von uns allen neues Denken und neues Handeln. Ich freue mich deshalb, dass sich ausgerechnet ein grüner Minister in Davos zum freien Welthandel bekannte. Aber klare Worte in Davos, noch wichtiger wäre entschiedenes Handeln in Berlin. Die Grünen blockieren allerdings nach wie vor in jeder Sitzungswoche, in der wir den Antrag stellen, das Freihandelsabkommen mit Kanada. Ja, mit Kanada. Es gibt außerhalb Europas wohl kein Land, das europäischer ist wie Kanada. Herr Habeck verhandelt zwar mit Katar, was ja richtig ist, um unsere Energieversorgung zu sichern, doch was ist das für ein Widerspruch? Ein deutscher Wirtschaftsminister verbeugt sich vor der katarischen Scheiks, doch mit kanadischen Demokraten schafft er bis heute keinen Handschlag. Herr Habeck, ich bitte Sie, überzeugen Sie Ihre Partei und stimmen Sie dem Freihandelsabkommen mit Kanada schnellstmöglich zu. In dieser Woche findet, wir haben es bereits gehört, in Hannover die größte Industriemesse der Welt statt. Die Hannover Messe geht heute zu Ende. Auch dort sind die Auswirkungen der aktuellen globalen Entwicklungen sichtbar und spürbar. Die Messe findet nur mit etwa der Hälfte der Aussteller im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit statt, vor allem weil Chinesen und Inder nicht oder kaum präsent sind. Doch diese Messe zeigt auch auf, wie erfolgreiche Wirtschaftspolitik gelingen kann und auch gelingt. Denn wer sie besucht, der erlebt dort, trotz all der Krisen, in dieser Branche, sieht in anderen Branchen in unserem Land anders aus, aber in dieser Branche Innovationskraft und Zuversicht. Und derjenige, der dort ist, kann erfahren, wo Deutschland vorne liegt, an der Spitze liegt, zum Beispiel bei der digitalen Vernetzung von Fabriken und Anlagen bei Industrie 4.0. Und ein Grund dafür ist die Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft im Rahmen der Plattform Industrie 4.0, eingesetzt von einer unionsgeführten Bundesregierung. Sie hat bewiesen, kluge und zielgerichtete Unterstützung, Innovationsförderung und Zusammenarbeit stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Und genau das brauchen wir jetzt auch. Unsere Anträge, die das untermauert haben, bitte zum Schluss, Herr Kollege. Wurden abgelehnt. Jawohl, Frau Präsidentin, was fast zu erwarten war. Aber, liebe Ampel, den Wohlstand von morgen erwirtschaftet man nicht mit fast 10.000 neuen Stellen, sondern mit einer Politik, die nicht nur Geld umverteilt, sondern Wachstum und Wohlstand möglich macht. Vielen Dank. Hans-Jörg Durz aus der Unionsfraktion. Und hier geht's weiter mit einer Rednerin aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, nämlich der Obfrau im Wirtschaftsausschuss, Melis Seckmann. Die hier ihre erste Rede hält übrigens im Bundestag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für die Transformation brauchen wir einen wachen Gründergeist, kreative Ideen und kluge Köpfe. Das war das Rezept für die Erfindungen, angefangen vom Fahrrad und dem Automobil bis hin zum Landtraktor, der den Menschen in der Landwirtschaft die Arbeit erleichtert hat. Als gebürtige Mannheimerin bin ich natürlich stolz darauf, dass diese Erfindungen aus meiner Heimatstadt kommen. Und genau so muss es in unserem Land weitergehen. Denn was wir jetzt brauchen, sind zündende Ideen und Innovationskraft. Die Start-ups, die Gründerinnen und Gründer von heute, sind der Mittelstand von morgen. Deswegen müssen wir junge Menschen für das Unternehmertum begeistern. Ob jemand in unserem Land gründen kann, darf eben nicht davon abhängig sein, wie dick der eigene Geldbeutel ist. Applaus
Wir können und dürfen es uns nicht mehr leisten, auf Talente zu verzichten, weil sie das nötige Startkapital nicht mitbringen oder kein Studium absolvieren konnten. An Universitäten und Hochschulen gelingt uns das bereits sehr gut. Zum Beispiel mit dem Ausgründungsprogramm Exist, was wir aufgestockt haben. Das muss aber auch an Berufsschulen möglich sein, damit wir die Gründungslandschaft in unserem Land, zum Beispiel mit Handwerksberufen, diverser und breiter aufstellen können. Investitionen in Innovation sind teuer. Sie sind aber unbedingt notwendig, wenn wir als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig bleiben wollen. Für kleine und mittelständische Unternehmen immer wieder eine große Herausforderung. Denn sie haben eben nicht die Budgets und auch nicht die Kapazitäten der großen Konzerne. Deswegen haben wir uns in der Ampel gemeinsam dafür stark gemacht, das Innovationsprogramm für den Mittelstand um 80 Millionen Euro aufzustocken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als kleines Mädchen meinen Vater nach seiner Frühschicht am Benzwerk abgeholt habe. Ich weiß, was die Transformation für ihn und seine Kollegen bedeutet. Ich weiß auch, dass wir ohne deren Know-how und ohne gut ausgebildete Fachkräfte die bevorstehenden Aufgaben nicht meistern können. Deswegen müssen wir gemeinsam mit Hochschulen und anderen Bildungsträgern Menschen in den Betrieben weiterqualifizieren, mit regionalen und fachübergreifenden Weiterbildungszentren, mit Ausbildungsoffensiven und mit dem längst überfälligen Bürokratieabbau bei der Anerkennung von ausländischen Qualifikationen. So können wir Fachkräfte für unsere Unternehmen gewinnen. All diese Punkte werden im Haushalt abgebildet, denn wir stehen für einen Umbruch, bei dem wir die Menschen mitnehmen, damit dieser Umbruch zum echten Aufbruch wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion folgt Steffen Kottrick. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, also wir stehen nicht vor einem Umbruch, wir stehen vor einem Zusammenbruch in der Wirtschafts- und Energiepolitik. Und dieser Haushalt, der bedeutet leider ein Weiter-so in die Energie- und Wirtschafts- und Gesellschaftskrise hinein. Dieser Haushalt strotzt wieder nur so vor propagandistischen, ideologischen Dummheiten, als könnte Deutschland als einziges Land den Klimawandel irgendwie aufhalten, meine Damen und Herren. Und was bedeutet die Propagandaformel des sogenannten Klimaschutzes? Der Klimaschutz in linksgrüner Lesart wird auch bald offiziell für eine zweistellige linksgrün getriebene Inflation stehen. Der sogenannte Klimaschutz steht für die höchsten Strompreise, er steht für eine beschleunigte Deindustrialisierung und das Brechen von Versorgungsketten. Der sogenannte Klimaschutz steht für Umweltverschmutzung, Zerstörung von Grundwassersystemen, Wäldern und der Lebensgrundlage von Meerestieren. Der sogenannte Klimaschutz, meine Damen und Herren, steht für die größte Umverteilung der Steuergelder hin zu den hochsubventionierten Konzernen der grünen Energiewende ins Nichts, meine Damen und Herren. Und letztlich bedeutet diese Politik die Abwesenheit von Vernunft, Fachwissen, Wissenschaft, Ehrlichkeit und Wahrheit. Wer es denn ehrlich meinen würde, der würde unsere Gesellschaft widerstandsfähig machen gegen den Klimawandel. Also Hochwasserschutz, Wassermanagement, widerstandsfähige Pflanzen. Wo bleiben denn die Investitionen in Kernfusion, in den Weiterbetrieb der Kernenergie? Hier Fehlanzeige, weil in diesem Haushalt der gesunde Menschenverstand fehlt. Und an dieser Stelle, Herr Spahn, das klingt ja wie Hohn, Sie, Ihre Partei und Frau Merkel waren doch gerade Anlasspunkt und diejenigen, die den Ausstieg aus der Kernenergie forciert haben. Und wenn Sie das jetzt hier fordern, dann ist das eigentlich nichts anderes als Hohn, meine Damen und Herren.
Aber wohin uns die linksgrüne Politik führen wird, das können wir hier und da und mal dort aufblitzen sehen. Das Gasnetz Deutschlands soll zerstört werden. Das hat nicht nur ein fachwissenbefreiter Staatssekretär Patrick Greinchen verlauten lassen. Nein, das ist leider auch die Position des Wirtschaftsministeriums. Zitat aus dem Ministerium: Für das Ende ihrer Nutzung, gemeint sind die Gasnetze, sollten die betroffenen Netzbetreiber rechtzeitig Vorsorge treffen. Wir haben 500.000 Kilometer an Gasverteilnetzen. Für 1,6 Millionen Industrie- und Gewerbekunden, 19 Millionen Haushalte liegen da dran. Sie versorgen uns die Gasnetze mit sicherer Wärme und Energie. Und das Gasnetz würden wir nicht brauchen, sagen nun die grünen Maoisten. Maos Jünger scheinen sich hier bei den Grünen durchgesetzt zu haben. Das Gasnetz abreißen zu wollen, ja, das ist nichts anderes als Maos, großer Sprung nach vorn, Ignoranz der physikalischen Gesetzmäßigkeiten und als Folge dann energetische Verarmung der Bürger. Und in gänzlich unvernünftiger Weise könnte man die Nutzung der Netze einstellen. Nein, sie sollen aber abmontiert werden und Tatsachen geschaffen werden. Und das ist eine Taktik der verbrannten Erde, die mit uns nicht geht. Und Herr Kollege, kommen Sie bitte zum als Schluss. Letzter Satz. Und ich als ehemaliges Mitglied der FDP appelliere auch an Sie, an dieses Mitglied der Bundesregierung. Beenden Sie diesen Irrsinn und kehren wir das wieder zurück zu einer sicheren Energieversorgung. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erhält das Wort Andreas Mehltretter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Werden wir wegen dem Sondervermögen Bundeswehr beim Klimaschutz sparen müssen? Nein, diese Sorge, der wir immer wieder begegnen in diesen Tagen, ist unbegründet. Mit dem Haushalt 2022 und insbesondere mit dem Klima- und Transformationsfonds stellen wir die Mittel zur Verfügung, die wir brauchen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Über den Klima- und Transformationsfonds investieren wir in diesem Jahr rund 28 Milliarden Euro in unsere Energie- und Klimapolitik. Und bis 2026 werden es gut 200 Milliarden sein. Das sind 200 Milliarden Euro für den Klimaschutz, für mehr erneuerbare Energien, für gedämmte Gebäude, für den Aufbau von Wasserstofftechnologien und für die Förderung der Elektromobilität. Das sind gut angelegte 200 Milliarden Euro, mit denen wir für eine gute Zukunft vorbauen, meine Damen und Herren. Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, passt das ja anscheinend nicht. Sie klagen gerade gegen 60 dieser 200 Milliarden. Sie klagen damit gegen mehr Klimaschutz, gegen grünen Strom und gegen die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und nicht nur das, sie klagen auch gegen die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und gegen die Unabhängigkeit von Russland. Ja, auch darum geht es. Erneuerbare Energien sind der einzige Weg für eine sichere, saubere und bezahlbare Stromversorgung. Dagegen zu klagen, das ist schon eine besonders irrwitzige Idee. Meine Damen und Herren, wir müssen die Treibhausgasemissionen rasch und tiefgreifend reduzieren. Das steht außer Frage. Wir müssen unsere Klimaziele in allen Sektoren erreichen. Auch das steht außer Frage. Und wir wollen das so umsetzen, dass wir niemanden damit überfordern. Mit dem Bundeshaushalt und dem Klima- und Transformationsfonds tragen wir dem Rechnung. Wir finanzieren den Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt aus dem Bundeshaushalt statt über die Stromrechnung. Für die Energieeffizienz von Gebäuden stellen wir rund 8 Milliarden Euro zur Verfügung. Wir fördern den Umstieg auf E-Mobilität mit 5 Milliarden Euro. Mit H2Global sorgen wir für den Markthochlauf von grünem Wasserstoff. Für die nationale Klimaschutzinitiative konnten wir die Mittel noch einmal um 220 Millionen Euro aufstocken. Und mit 1,2 Milliarden Euro für 2022 und insgesamt rund 24 Milliarden für die nächsten Jahre ermöglichen wir Klimaschutzverträge, mit denen die Industrie ihre Produktion auf erneuerbare Energien umstellen kann. Mit diesem Bundeshaushalt können wir unser Energiesystem schnellstmöglich klimafreundlich umbauen. Wir können endlich bei der Sanierung unserer Gebäude vorankommen. Und wir machen die Energiewende zu einer sozialen Energiewende. All das packen wir jetzt mit dem Haushalt an.
Wichtige Gesetze zur Umsetzung sind bereits auf dem Weg. Mit dem neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz werden wir den Ausbau der Erneuerbaren massiv beschleunigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, in einer Pressemitteilung vom Sonntag zur Hannover-Messe schreiben Sie viel vom Bürokratieabbau, den es jetzt bräuchte. Wir kämen auf jeden Fall beim Ausbau der Erneuerbaren noch schneller weiter, wenn CDU und CSU hier beim Bürokratieabbau vorangehen würden. Sorgen Sie doch dafür, dass blockierende Regelungen wie die 10H-Regel in Bayern aufgehoben werden. Das wäre mal ein sinnvoller Beitrag von Ihnen. Wir stellen die Förderung beim Gebäudebereich auf neue Füße, damit wir auch dort in Zukunft endlich unsere Klimaziele erreichen. Zu viel CO2 im Gebäudesektor heißt auch, viele Mieterinnen und Mieter zahlen zu viel fürs Heizen. Es ist deswegen notwendig, dass wir die CO2-Steuer auf Öl und Gas fair zwischen Vermietern und Mietern verteilen. Wir brauchen Anreize für Vermieterinnen und Vermieter, Gebäude energetisch zu sanieren. Es liegt ja nicht nur am individuellen Eigenverbrauch der Mieterinnen und Mieter, wie teuer das Heizen ist. Es liegt eben auch daran, wie gut die Wohnung gedämmt ist und wie alt die Heizung ist. Mit den beiden Entlastungspaketen haben wir bereits wichtige Grundlagen für eine soziale Energiewende gelegt. Über 30 Milliarden Euro haben wir bisher freigemacht, um Bürgerinnen und Bürger von steigenden Lebenshaltungs- und Energiekosten zu entlasten. Die Absenkung der EEG-Umlage auf Null ist eine der wichtigsten Maßnahmen dabei, mit der wir sozial gerecht entlasten und gleichzeitig auch den Umstieg auf einfach erneuerbar herstellbaren Strom fördern. Diesen Weg müssen wir konsequent weitergehen. Wir haben im Koalitionsvertrag ein Klimageld angekündigt. Vereinbart ist ein sozialer Ausgleich für die CO2-Bepreisung über eine Absenkung der EEG-Umlage hinaus. Ein Vorschlag liegt ja jetzt auf dem Tisch. Beim Klimageld geht es aber nicht nur um kurzfristige Entlastungen. Das geplante weitere Ansteigen der CO2-Preise muss sich auch in einem steigenden Klimageld widerspiegeln, das sozial gerecht diejenigen belohnt, die wenig CO2 verbrauchen. Meine Damen und Herren, Klimaschutz steht bei uns auch in Krisenzeiten oben auf der Tagesordnung. Der Haushalt und insbesondere die Mittel für den Klima- und Transformationsfonds zeigen das deutlich. Wir finanzieren eine soziale Energiewende. Wir finanzieren eine sichere, saubere und bezahlbare Energieversorgung. Das ist das Signal dieses Haushalts und das ist das richtige Signal. Der Bundestag debattiert über den Einzelplan 09 Wirtschaft und Klimaschutz und der nächste Redner kommt von der FDP, der klimapolitische Sprecher seiner Fraktion Olaf in der Beek. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Cottré, lieber Kollege Komming, ich glaube, glauben Sie mir wirklich, die Freien Demokraten können Sie sehr glücklich schätzen, dass Mitglieder wie Sie nicht mehr in unseren Reihen sind. Und glauben Sie mir auch eins, wir würden Sie auch nicht mehr aufnehmen. Im Einzelplan 09, um zum Thema zu kommen, im Einzelplan 09 ist unser gemeinsamer Anspruch, die Bereiche Wirtschaft, Klimaschutz und Energie auch haushaltspolitisch miteinander in Einklang zu bringen. Das ist für uns als starke Industrienation Herausforderung und Anspruch zugleich. Unser Anspruch ist, für die Menschen und die Unternehmen in unserem Land die besten Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir müssen ambitionierte Ziele verfolgen und unnötige Belastungen verhindern. Wir wollen, dass Deutschland wirtschaftlich stark bleibt und klimapolitisch erfolgreich ist. Wir investieren unter anderem in Industrieforschung, in Energieforschung und konkrete Maßnahmen zum Schutz von Klima und Biodiversität. Dabei handelt es sich nicht nur um Maßnahmen zur Förderung und Stärkung der Entwicklung unserer Wirtschaft. Wir schützen damit auch unser Klima. Wir wollen diesen Weg gemeinsam mit unserer Wirtschaft und dabei besonders mit dem Mittelstand und dem Handwerk gehen. Die Unternehmen in Deutschland sind Partner beim Erreichen unserer Ziele. Sie sind nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung. Nur gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen, können wir Wirtschaft und Gesellschaft das Klima schützen.
Politik kann hier nur für gute Rahmenbedingungen sorgen. Wir müssen auch in finanzieller Hinsicht zügig unsere Hausaufgaben machen. Mit dem aktuellen Haushalt haben wir damit begonnen. Die Wirtschaft braucht zum Erreichen der Klimaziele langfristige Planungssicherheit. Aber Geld allein ist nicht alles. Viel hilft viel, darf nicht der Grundsatz unserer haushaltspolitischen Agenda sein. Auch beim Klimaschutz muss sichergestellt werden, dass steuerfinanzierte Maßnahmen einen entsprechenden Nutzen haben. Eine ständige Überprüfung der Investitionen ist deshalb unerlässlich. Der Aufwuchs der Mittel im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist richtig, bringt aber ebenso die Pflicht zur Sorgfalt und Achtsamkeit mit sich. Wichtig, und das möchte ich auch noch mal betonen, wichtig ist auch die Nachhaltigkeit unserer Haushaltspolitik mit der schnellen Rückkehr zur Schuldenbremse im nächsten Jahr. Denn kommende Generationen schulden wir nicht nur effizienten Klimaschutz, sondern auch solide Staatsfinanzen. Selbstverständlich beschleunigen wir auch weiter die Energiewende, denn die Umstellung von fossilen zu erneuerbaren Energien wird nämlich mittelfristig die Energiepreise senken. Dafür brauchen wir eine Offensive auch für Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung. So werden auch private Investitionen in Klimaschutz deutlich attraktiver. Mit diesem Haushalt legen wir den Grundstein für die Entwicklung unseres Landes hin zu einem starken und klimafreundlichen Industriestandort. Vielen Dank. Und für die CDU-CSU-Fraktion spricht jetzt Dr. Andreas Lenz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Herausforderungen sind groß, keine Frage. Der Krieg in der Ukraine, die Auswirkungen auf die Fragen der Versorgungssicherheit, aber auch natürlich die Frage der Inflation im Land, die die Ärmsten natürlich am stärksten trifft. Und wir sind konstruktiv, wenn es darum geht, Lösungen für diese Herausforderungen zu finden. Das haben wir auch gezeigt beim LNG-Gesetz, aber auch beim ENSIG und bei vielen mehr. Wir sind aber auch kritisch, wenn es um Ihre Maßnahmen und um den vorgelegten Haushalt entsprechend geht. Es hat nichts mit den Grundsätzen von Wahrheit und Klarheit zu tun, wenn Sie einen rechtlich fragwürdigen Transformationsfonds in Höhe von 60 Milliarden Euro vor sich herschieben. Das sagt übrigens auch zu Recht der Bundesrechnungshof. Und es ist ja irgendwie so wie bei einem Eichhörnchen, das sich einen gehamsterten Vorrat anlegt und diesen dann nicht mehr findet. Wir könnten schon jetzt die Netto-Neuverschuldung signifikant senken, wenn entsprechend die Rücklagen aufgelöst werden. Und es ist doch so, dass Ihr Transformationsfonds nicht umgestaltet. Er gestaltet nicht um. Das Geld liegt doch einfach nur herum. Und darum geht es, Herr Mehltretter. Und wenn ich gerade schon bei Ihnen bin, Herr Mehltretter, es ist wirklich infam, uns vorzuwerfen, dass wir beim Ausbau der Erneuerbaren bremsen. Sie schaffen doch gerade die Wasserkraft in Bayern und in Süddeutschland ab. Und das ist doch der Punkt. Und überhaupt weiß man nicht so recht, wie die Ampel im Moment gerade schaltet, auf welche Farbe. Es ist doch so, dass der CO2-Zertifikatenhandel der FDP, den Sie ja in der letzten Legislatur immer vor sich hergetragen haben, überhaupt nicht stattfindet. Im Gegenteil, dazu schlägt die SPD ein Klimageld vor, das anscheinend mit der FDP wiederum nicht abgestimmt ist. Also, was wollen Sie denn jetzt? Die Ampel hampelt herum. Und um eines klar zu sagen, das ist kein klarer Kurs, sehr geehrte Damen und Herren. Wichtig bleibt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Und da gibt es nach wie vor viel zu tun. Sprechen Sie doch mal mit den Unternehmerinnen, mit den Unternehmen. Die Rückmeldungen sind hier mehr als alarmierend. Und die Abschaffung der EEG-Umlage, das muss man ja auch ganz klar sagen, kostet dem Haushalt keinen Euro Geld. Wir brauchen weitere Entlastungen, gerade was die Stromsteuer, aber auch was Maßnahmen darüber hinaus betrifft. Und eines, Herr Huben, möchte ich Ihnen auch noch sagen. Ich schätze Sie ja sehr, aber Sie setzen die begrenzte Laufzeitverlängerung gleich mit dem Bau neuer Atomkraftwerke. Das will natürlich niemand, und das ist auch ein signifikanter Unterschied. Und da können Sie auch gerne mal mit Ihren Kollegen sprechen, die entsprechend auch sich unseren Forderungen bereits angeschlossen haben. Es ist so,
dass natürlich es ungerecht ist, dass die Energiepreispauschale 300 Euro die Rentnerinnen und Rentner nicht bekommen, die Studierenden nicht bekommen. Wir fordern außerdem höhere Heizkostenzuschüsse und eine Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem ersten Kilometer. Und es ist doch klar, bei einer signifikanten Inflation muss man entsprechend entlasten. Es kann doch nicht sein, dass der Staat zum Inflationsgewinner, zum Krisengewinner wird. Ich habe noch einen Punkt, der betrifft die Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Und da würde ich mich gerne an Sie wenden, Bundesminister Habeck. Wir brauchen hier Investitionssicherheit für die Kommunen. Die Kommunen sind startklar, um bei den Fern- und bei den Nahwärmenetzen zu investieren. Für mehr Klimaschutz gehen Sie noch mal nach Brüssel und schauen Sie, dass das Programm entsprechend auch abgerufen werden kann. Wir brauchen auch einen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Wir dürfen hier keine Zeit verlieren. Wir brauchen einen Ausbau der Infrastruktur, keinen Abbau der Infrastruktur. Wir brauchen auch wettbewerbsfähigen Stahl, zukünftig CO2-neutral, made in Germany. Und noch ein letzter Satz. Das von Ihnen angerichtete KfW-Förderdesaster schreit wirklich zum Himmel. Die Anhörungen und auch die Anhörung gerade auch in dieser Woche haben Ihnen ein verheerendes Urteil ausgestellt. Die Zahl von 400.000 neuen Wohnungen wird nicht erreicht werden. Sie werden Ihr Ziel krachend verfehlen. Geben Sie auch hier Planungssicherheit. Seien Sie kreativ, wenn es darum geht, die Wohnungsnot zu lindern und Eigenheime zu fördern. Herzlichen Dank. Der nächste Redner in der Debatte kommt von den Bündnisgrünen, Stefan Schmidt. Er ist der Sprecher für Tourismus seiner Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, gegen Ende dieser Debatte möchte ich den Fokus auf eine ganz besondere Branche richten, eine Branche, die von der Pandemie so stark gebeutelt war und ist wie kaum eine andere, nämlich die Tourismusbranche. Über die schmerzhaften Corona-Langzeitfolgen haben wir ja erst am Montag auf dem Tourismusgipfel gesprochen. Deshalb ist es gut und wichtig, dass wir gemeinsam mit den Ampelfraktionen hier die Haushaltsmittel für den Tourismus noch mal deutlich aufstocken konnten. Wir nehmen 6 Millionen Euro zusätzlich in die Hand und kurbeln den Tourismus an. Zum einen statten wir die DZT, die Deutsche Zentrale für Tourismus, mit mehr als 39 Millionen Euro aus. Die DZT ist unser Aushängeschild im Ausland. Nach den harten Corona-Jahren und während eines brutalen Angriffskriegs in Europa ist es wichtig, dass wir der DZT ordentlich Geld in die Hand geben, damit sie im Ausland werben kann für Deutschland als zukunftsorientiertes, als friedvolles, als sicheres Reiseland. Zum anderen investieren wir mit knapp 3 Millionen Euro so viel Geld wie nie zuvor in die sogenannte Leistungssteigerung, also in die Innovationen im Tourismusgewerbe. Vor allem bei der Digitalisierung, auch beim Umwelt- und Klimaschutz hat die Branche noch Luft nach oben. Und mit den Haushaltsmitteln unterstützen wir sie und machen so gemeinsam mit den Ländern den Tourismusstandort Deutschland zukunftsfähig. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr über den Tourismusetat. Damit investieren wir nicht nur in den Tourismus, wir würdigen ihn auch. Denn eine Branche, die mehr zur Bruttowertschöpfung beiträgt als der Maschinenbau und die mehr Menschen Arbeit gibt als die Automobilindustrie, diese Branche müssen wir finanziell und politisch entsprechend wertschätzen. Das tun wir mit diesem Haushalt, das tun wir mit vielen anderen Projekten, die wir als Koalition vorgesehen haben und die wir in stetigem Austausch mit der Branche und mit der Gesellschaft entwickeln. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht Lena Werner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte BürgerInnen, liebe KollegInnen! Zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die unabhängig aller Herausforderungen der letzten beiden Jahre weiter im Tourismus arbeiten und die Menschen willkommen heißen, es möglich machen zu reisen und die das nach außen tragen, was diese Branche ausmacht. Herzlichkeit, Gastfreundlichkeit und Fröhlichkeit. Mein Dank gilt dabei aber nicht nur denjenigen, die man vielleicht sofort denkt, wie die Servicekräfte in der Gastro, die Rezeptionistinnen im Hotel oder die MitarbeiterInnen in den Reisebüros.
Ich danke auch den BusfahrerInnen und BahnfahrerInnen, den ReiseveranstalterInnen, den KonzertveranstalterInnen, den TechnikerInnen, den CampingplatzbetreiberInnen, den JugendreiseanbieterInnen, den Freizeitparks, den MessebetreiberInnen, den LebensmittelerzeugerInnen und noch viel mehr. Sie merken schon, zum Tourismus gehört eine Vielzahl verschiedener Bereiche mit vielen Millionen Mitarbeitenden. Aber was leistet der Tourismus eigentlich? Tourismus trägt positiv zur infrastrukturellen Entwicklung von Regionen bei. Tourismus schafft Arbeitsplätze und unterstützt somit wirtschaftliche Unabhängigkeit, vor allem auch in strukturschwachen Regionen und in Ländern des globalen Südens. Tourismus leistet Bildungsarbeit. Tourismus bringt Menschen zusammen und macht Kulturen für alle zugänglich. Tourismus ist ein Brückenbauer und eine Wirtschaftskraft. Gerade in der aktuellen Weltlage ist es wichtig, dass ein internationaler Austausch und eine Völkerverständigung stattfinden. Dazu trägt der Tourismus bei. Im Jahr 2019, vor Pandemie und Krieg, lag die Wertschöpfung des innerdeutschen Tourismus bei 123,8 Milliarden Euro. Das entspricht 3,99% der Bruttowertschöpfung in Deutschland. Und mein Kollege Stefan Schmidt hat es gerade schon angesprochen, damit liegt der Tourismus in der Wertschöpfung sogar über dem Maschinenbau, der bei 3,5% lag. Die wirtschaftlichen Einbrüche der Corona-Pandemie in der Branche waren enorm. Wir brauchen deshalb jetzt einen nachhaltigen Neustart, und diesen werden wir mit der nationalen Tourismusstrategie gewährleisten. Der Fokus der Strategie liegt unter anderem auf der Bekämpfung des Fachkräftemangels sowie der Schaffung von sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen und umsetzen zu können, binden wir alle AkteurInnen in die Prozesse ein. Und die Zahlen sprechen für sich. Ich bin sehr froh, dass die Bundesregierung die Bedeutung des Tourismus für Deutschland als Wirtschaftskraft erkannt hat. Und genau das zeigt der Haushaltsplan, zu dem ich hier heute sprechen darf. Insgesamt sieht der Haushaltsplan 42 Millionen Euro für den Tourismus vor. Und an dieser Stelle möchte ich mich einmal bei unserem zuständigen Haushälter Frank Junge bedanken, der sich stark für diese Gelder eingesetzt hat. Die Deutsche Zentrale für Tourismus erhält für ihre sehr wichtige Arbeit, die Werbung für das Reiseland Deutschland, 39 Millionen Euro. Das sind 4,5 Millionen Euro mehr als im ersten Entwurf vorgesehen. Dazu kommen weitere 3 Millionen Euro zur Förderung der Leistungssteigerung im Tourismusgewerbe. Mit diesen Mitteln werden nicht nur die in Deutschland einzigartigen, reichhaltigen Natur- und Kulturlandschaften, sondern vor allem auch naturnahe Urlaubsformen oder auch der Städtetourismus gefördert. So wird zum Beispiel auch meine Heimatregion um Eifel und Mosel gezielt gefördert. Denn gerade der ländliche Raum hat einen großen Anteil am Tourismus in Deutschland. Der Tourismussektor ist insbesondere im globalen Süden, aber auch bei uns anfällig für die Folgen des Klimawandels. Das haben wir im letzten Jahr durch das Hochwasser im Ahrtal und in der Eifel deutlich zu spüren bekommen. Daher ist es von großer Bedeutung, dass Förderprogramme wie das LIFT-Projekt und das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes weitere Fördermittel erhalten. Im Fokus stehen mit dem neuen Programm LIFT-Wissen Projekte zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Tourismus. Nachhaltigkeit ist insbesondere in der Tourismuspolitik ein enorm wichtiger Faktor, sei es Umweltschutz, der Erhalt der Biodiversität oder das Einsparpotenzial von CO2 bei Luft- und Schiffsverkehr. Wir dürfen hier nicht nachlässig sein. Um Kurt Tucholsky zu zitieren, die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Appell an Sie, gehen Sie wieder auf Konzerte, auf Reisen, gehen Sie essen, entdecken Sie die neue Städte, Landschaften und Kulturen, sei es in Deutschland, Europa oder der Welt. Die nächste Rednerin kommt von der CDU-CSU und dürfte wohl jedem bekannt sein. Anja Karliczek, die ehemalige Bundesbildungsministerin, ist jetzt tourismuspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Frau Präsidentin, lieber Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier ist ja schon ziemlich viel gesagt worden, aber ich kann nach wie vor den Eindruck nicht loswerden, dass die Sorgen und Nöte der Tourismusindustrie, die echten Sorgen,
in der Ampel nicht richtig angekommen sind und dass sie auch nicht in der Lage sind, das wirklich im Blick zu behalten. Es kann doch nicht so schwer sein, in diesen Zeiten geeignete und notwendige Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen und der Unternehmen im Tourismus zu identifizieren. Ich will Ihnen drei Beispiele nennen. Wir haben gerade über die Deutsche Zentrale für Tourismus schon gehört, dass es einen Aufwuchs von 6 Millionen gegeben hat. Im Verhältnis zu 2021 sind das aber 4 Millionen weniger, weil letztes Jahr haben die 10 Millionen dazu gekriegt und in diesem Jahr sind die wieder gekürzt worden, um 6 Millionen wieder draufzulegen. Also für mich macht das nach Adam Riese und Schirmanns Rechenbuch 4 Millionen weniger. Und das Zweite, Sie stellen das immer so als Großtat dar. Ich will das mal ins Verhältnis stellen zu dem, was unsere Nachbarländer machen. Deutschland investiert 47 Cent pro Kopf in die Werbung, in die Außenwerbung, in die DZT. Österreich 3,10 Euro und unsere schweizerischen Nachbarn sogar 5,96 Franken. Nur mal, um das ins Verhältnis zu setzen, wie wichtig die Tourismusindustrie in diesem Land und wie wenig wir das hier im Blick haben, das, was da passieren muss. Wir müssen uns doch über eins klar sein. Für Amerikaner und für Chinesen ist Krieg in Europa. Und wir müssen doch deswegen eins tun, jetzt überall auf der Welt klarzumachen, dass in Mitteleuropa attraktives Reisen noch möglich ist. Und liebe Ampel, ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ein zweites Beispiel will ich Ihnen nennen. Da ist gar nicht drüber gesprochen worden bis jetzt. Sie lehnen die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf gastronomische Speisen ab. 7% auf Speisen in Restaurants, Kneipen und Cafés. Sie können sich nicht dazu durchringen. Ihre Antwort auf unseren Antrag in der letzten Sitzungswoche, verschieben unseres Antrags in den Ausschuss. Was bedeutet das? Mal sehen, vielleicht, irgendwann. Liebe Ampel, was sind denn Versprechen Ihres Bundeskanzlers und Ihres Finanzministers in diesen Tagen eigentlich noch wert? Konsequenzen Ihrer zögerlichen Haltung, Ihrer Untätigkeit ist doch hohe Verunsicherung auf aller Seite, bei Gästen und bei Gastronomen. Und wenn Sie den Omas und Opas in diesem Land schon keinen Inflationsausgleich zukommen lassen, dann sollten Sie ihnen wenigstens die Möglichkeit geben, frühzeitig zu wissen, ob sie sich das Schnitzel mit der Familie am Sonntag im Restaurant noch leisten können. Und ich will noch einen anderen Punkt stark machen an der Stelle. Wenn die Gäste ausbleiben, dann stirbt auch ein Stück Lebenskultur für die Menschen vor Ort. Es gibt den schönen Satz, wenn die letzte Kneipe im Dorf stirbt, stirbt das Dorf. So sagt man es bei uns, und das ist kein Spruch, sondern in ländlichen Regionen bittere Wahrheit. Und kurz und knapp noch ein letztes Beispiel. Ich hatte letzte Woche erstmals seit 2 Jahren wieder Besuch aus meinem Wahlkreis. Strahlende Gesichter, natürlich wegen des spannenden politischen Programms, aber natürlich auch, weil endlich wieder gemeinsam mit dem Bus Reisen möglich war. Und dazu braucht es Busunternehmen, die trotz der hohen Kraftstoffpreise wettbewerbsfähig sind. Das 9-Euro-Ticket, so sehr wie ich jedem sein 9-Euro-Ticket gönne, leistet für die Busunternehmen gerade einen Bärendienst. Und wenn es am Ende keine Busunternehmen mehr gibt, dann gibt es eben auch keine Busreisen mehr. Gucken Sie noch mal drüber und helfen Sie denen, die im Moment wirklich in Not sind. Dankeschön. Und der letzte Redner in der Debatte des Einzelplans 09 Wirtschaft und Klimaschutz kommt von der SPD, Joe Weingarten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Eines der innovativsten Felder unserer Volkswirtschaft ist die Kultur- und Kreativwirtschaft. Und auch sie hat es verdient, in dieser wirtschaftspolitischen Debatte erwähnt und betrachtet zu werden. 1,2 Millionen Menschen erwirtschaften dort in rund 260.000 Unternehmen einen Gesamtumsatz von mehr als 160 Milliarden Euro. Es ist das klare Ziel unserer Koalition, sie weiter nachhaltig zu unterstützen. Denn die Kultur- und Kreativwirtschaft ist nicht nur wirtschaftlich von Bedeutung. Sie ist in ihrem kulturellen Bezug auch sinnstiftend, hält die Gesellschaft zusammen und beantwortet mit die Frage, wer wir sind und wer wir sein wollen. Musik, Literatur, Film, Rundfunk oder Presse, auch die Architektur stehen stellvertretend dafür. Zugleich mussten wir in der Pandemie schmerzlich lernen, dass diese Unternehmen anfällig sind für Rückschläge.
Zwar waren die Förderhilfen sehr umfangreich. Für 325.000 Anträge wurden mehr als 4 Milliarden Euro ausgezahlt. Aber nicht überall konnten wir passgenau helfen. Hart getroffen wurden vor allen Dingen Kunst und Musik und die Filmwirtschaft. Hier wird die Koalition Wege finden, um Beschäftigte und Unternehmen für künftige Krisen besser abzusichern. Wir sind Bundeswirtschaftsminister Habeck daher dankbar, dass er im Haushalt 2022 neue Impulse setzt und zugleich Bewährtes, wie beispielsweise die Initiative Kultur und Kreativwirtschaft der Bundesregierung, fortführt. Mit dem Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft können wir Potenziale für Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar machen, Anlaufpunkte für Zielgruppen schaffen und insbesondere den Klein- und Kleinstunternehmen Ansprechpartner geben. Das gilt beispielsweise für Unternehmen der digitalen Wirtschaft, etwa im Bereich der Computerspiele oder der industrienahen Simulationen. Sie können nachhaltige Lösungen entwickeln im Umweltbereich, zum regionalen Strukturwandel oder zu Teilhabe und Integration. Insgesamt haben wir für solche Initiativen im Einzelplan 09 rund 646 Millionen Euro vorgesehen. Das ist ein klares Bekenntnis zur Förderung dieser Branchen. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, dass diese Förderung eben nicht nur aus Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums kommt. Auch der Bundeskulturetat steigt auf rund 2,3 Milliarden Euro, etwa mit dem Programm Neustart Kultur oder der Förderung von Musik, Literatur, Tanz und Theater. Der Dank dieser Koalition gilt deshalb auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth für diese ressortübergreifende Strategie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung und die Koalition stehen zu den Unternehmen und den Beschäftigten der Kultur- und Kreativwirtschaft. Wir unterstützen sie materiell und konzeptionell, denn sie sind ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Die Fragen müssen Sie später klären. Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 09, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Das ist SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist CDU, CSU, AfD und DIE LINKE. Enthaltung entsprechend keine. Der Einzelplan 09 ist angenommen.